Oh, wow! Das ist auch okay, das ist so Arbeit. Das ist ganz schön. Jetzt musst du da erstmal eine ab. Die Kühe ist das jetzt erstmal in Ordnung, oder? Willkommen bei Neulich an der Ladesäule. Vor kurzem sind wir mit dem ID3 gefahren. Wir waren beim VW-Händler. Heute ist der VW-Händler bei uns. Wir fahren nämlich erstmal Tesla. Und Sie sitzen zum ersten Mal im Tesla? Model 3? Ich sitze zum ersten Mal im Tesla, ja. Okay. Es geht los. Den rechten Hebel einfach mal nach unten drücken. Ganz runter. Ja. So, alles um. So. Ja. So, merkt man schon. Ich wurde mal kurz ein bisschen eingedrückt. Naja, ist klar, er geht sofort in die Bremse. Das ist das One-Pedal-Driving. Ja, das macht der ID3 auch. Aber der macht das schon extremer. Also lässt er das nicht so rollen? Oder? Gar nicht? Ich kann es schwächer stellen. Ah, ja, okay. Ihr seid das nicht gewohnt. Ne? Der Kollege der sagte, oh, das ist ja schrecklich. Das ist schon sehr stark. Nee, das ist deutlich angenehmer, wie Sie das hier zurückgestellt haben. Weniger Vibration. So für mich, wie gesagt, jetzt wäre es mir schon wieder zu viel. Jetzt würde ich lieber hinter dem herrollen. Ja. Wollen. Ja gut, aber es ist interessant, dass es da zwei Meinungen geben kann. Ne? Man kann mit einem Pedal fahren. Man braucht die Bremse nicht benutzen. Ich habe es jetzt auf schwach jetzt gestellt. Auch? Nee, jetzt muss man bremsen. Okay. Und ich habe es jetzt auf schwach gestellt. Jetzt rollt er so ein bisschen mehr. Okay. Also der macht das dann die ganze Zeit. Der gewinnt dann immer Energie dann dadurch zurück. Okay. Ja, gut, das ist bei dem ID3 ja auch so, aber nicht so stark. Mhm. Also das ist schon sehr stärker hier. So halb runterdrücken einmal, dann ist der Tempomat an. Der ist immer adaptiv. Genau, einmal runterdrücken so ein bisschen. Ja, jetzt ist der Tempomat an. Aber er könnte sich auch hinter jemand hinterhängen und man kann Abstände, wie man ID. Ja. Ja, genau. Du bist auch jetzt Verkäuferin. Ja, Gebrauchtwagenverkäuferin. Gebrauchtwagen, okay. Genau. Gibt es da auch schon mal welche, die nach einem gebrauchten E-Auto fragen? Wenn dann nach einem E-Golf. Die gibt es auch. E-Golf, ja, genau. Die gibt es auch gebraucht zu kaufen. Die sind ja nicht mehr bestellbar. Mhm. Und würdest du den Käufern zu einem E-Golf raten oder dann lieber einen vernünftigen, richtigen, normalen Golf? Also es kommt halt immer darauf an, was er mit dem Fahrzeug jetzt vorhat. Boah. Also wenn er jetzt sagt, ich brauche jetzt nur ein Fahrzeug für kurze Strecken zum Einkaufen und so, da ist ja so ein Fahrzeug echt super. Also ich fahre den E-Golf auch selber gerne. Ich nehme mir dann immer halt mein privates Auto dann mit, wenn ich zum Beispiel am Wochenende gerne mal nach Köln fahren möchte oder nach Düsseldorf. Aber hier für kurze Strecken und bis zur Arbeit und nach Hause ist halt so ein E-Golf oder ein E-Up oder ein ID3 halt echt super. Der E-Golf, was hat der für eine Reichweite, den ihr verkauft? 300, aber je nachdem, zum Beispiel, wir haben das jetzt auch getestet im Winter. Ja, Winter, klar. Ja, dann hat er dann natürlich keine 300 Kilometer mehr, weil dann reduziert sich das halt. Ja. Obwohl der ID3, da konnte man dann ja auch nächstes Mal nach Köln fahren. Genau. Der hat ja schon wirklich. Genau, der hat ja echt schon 550 Kilometer Reichweite. Da kommen natürlich auch mehr dann, also weiter. Also wird das auf jeden Fall auch mal getestet. Ich wollte das mal testen jetzt mit unserem. Das hatte ich wirklich schon tatsächlich geplant, mal nach Köln zu fahren damit. Und da bin ich echt mal gespannt. Zur Not, dazwischen gibt es einen Schnelllader. Genau, also in einer halben Stunde sollte er dann halb vollgeladen sein. Und dann wollte ich das auch mal alles so testen. Das bleibt jetzt hinter dem Auto dann eben auch. Ja, weil da ein Auto stand. Oh, das war aber jetzt heftig übertrieben, oder? Ja, wenn jetzt einer hinter uns ist, ist das doof. Das ist mir übrigens beim ID3 nie aufgefallen. Der hatte keine Phantombremsung. Nee, sowas hier, das macht der ID3 nicht. Ich bin jetzt auch schon ein paar Kilometer gefahren. Genau. Wenn der mit voller Leistung lädt. Jetzt zeig ihm mal hinter uns, wie schnell wir fahren können. Kannst durchdrücken. Oh, wow! Das ist ja schon... krank. Ja, das ist schon crazy. Also das ist bei dem ID definitiv nicht so. Wow, das macht ja richtig Spaß. Oh ja, da kommt was. Da kommt immer noch was. Da kommt noch ein ganz bisschen mehr. Das ist so.
Ja, ich habe jetzt noch nicht mehr als ganz. Ich wollte es nicht übertreiben. Ja, ja. Was hat der an die 500, sagten Sie? Was? Ich glaube 460 PS hat dieses Modell. Da gibt es noch das höhere Modell, das Performance-Modell, und das hat, glaube ich, knapp über 500 PS. Oh, nehmen Sie mal 500 PS. Ja, und das ist jetzt hier das Schöne jetzt. Ja, das geht also richtig gut, wa? Oh ja. Mal eben so eine Bauern. Mal eben schnell überholt. Ja, so agil ist der Tesla schon. Also ja, das merkt man schon. Der hat eine ganz andere Auslegung, ganz klar. Das merkt man schon irgendwie. Wenn man auch langsam fährt schon, oder? Er will. Er will, er könnte, er will. Er könnte und er will, genau. Was fährst du selber für ein Auto? Ein Golf 8. Okay, und du würdest aber ein ID3 oder ein E-Golf fahren? Ja, ich würde den auf jeden Fall, ja. Doch. Oh, das ist ja schon das auch würde ich echt weil machen. Der Golf 8 ist ja nun wirklich kein schlechtes Auto. Nee, der ist, genau, aber ich muss sagen, mir macht der E-Golf ein bisschen mehr Spaß. Ja. Und ja. Weil er auch so eine Beschleunigung hat. Ja, genau, das macht mir einfach, aber nicht so extrem wie der Tesla jetzt hier. Das ist ja schon echt ein Wow-Effekt. Aber nee, es macht echt richtig Spaß. Und ich kenne auch ganz viele Kunden, die habe ich dann auch mal den E-Golf reingesetzt. Ich habe gesagt, fahren Sie mal mit dem Auto. Und die sind alle mit dem Lächeln rausgekommen. Und auch bei dem E-Up, weil der, wenn man da auch einmal richtig durchdrückt, der hat ja auch jetzt nicht so krass, aber auch schon so eine schöne, jedes E-Auto. Genau, so eine richtig coole Beschleunigung und die kommen alle mit dem Grinsen raus. Also da ist bis jetzt noch keiner rausgekommen, der hat gesagt, ne, es geht überhaupt nicht. Also habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, sowas. Ja, auf, aber Schaltwagen finde ich sowieso Irrsinn. Also, ja, mittlerweile. Eigentlich brauchen wir nicht mehr. Nee, eigentlich nicht. Ja, also Automatik sind selbst bei den Verbrennern so gut heutzutage. Ja. Hat weiterhin die Berechtigung für die Leute, die ja selber so schalten wollen, die man soll es ja auch ja, noch. Ja, ja, die genau. Gibt es wirklich noch, die ganz schwer, dann lasse ich auch immer mal los, weil ich sag denen nur, wie schön eine Automatik ist mittlerweile. Ja, ja. Gibt es welche, die fragen, ob es ein E-Auto als Schaltwagen gibt? Nee, den hatte ich bisher nicht. Aber okay. Oh, der kommt auch noch mal in den nächsten Monaten rein. Ja, wenn Leute, also Kunden, nach einem E-Fahrzeug fragen, dann sind die doch meistens auch schon vorinformiert. Oder kommen die mit irgendwelchen skeptischen Fragen an? Das ist immer unterschiedlich. Also es kommen Kunden rein, die haben sich dann schon, ich sag mal, informiert, haben dann auch die Zeitung gelesen, Automotorsport zum Beispiel. Und die erste Frage ist immer, wie weit komme ich mit dem Auto? Das ist immer so die erste Frage. Dann kommt es erstmal, wie lange braucht er zum Laden? Und das ist meist dann immer so die zweite Frage. Wie das lange braucht er? Das ist die sehr wichtige Frage. Ja, genau. Und eigentlich fast sogar noch wichtiger als die Reichweite. Mhm. Weil selbst wenn ich nur 300 Kilometer käme, aber schnell laden kann, genau. 300 Kilometer bedeutet, ich kann fast 3 Stunden am Stück fahren. Ja. Und das muss man nicht unbedingt auf der Autobahn, weil man ja mal eine Pause machen möchte oder muss. So, und wenn der dann schnell lädt, dann kommen wir doch schnell weiter. Genau, so wie der jetzt zum Beispiel 15 Minuten 300, das ist natürlich schon... Ja, wenn man dann eben kurz auf Toilette geht, dann ja, ist der Wagen meistens schon voller, als man eigentlich wollte. Genau. Oder mit gerechnet hat. Und selbst wenn man dann noch einen Kaffee trinkt zwischendurch, dann hat man nochmal 100 Kilometer mehr oder noch mehr. Ja. Wir können jetzt noch was ausprobieren. Okay. Autopilot. Oh wow, okay. Wenn du den rechten Hebel, den hier, wenn du den, so einen Doppeltipp, zweimal runterdrückst, jetzt lass mal alles los. Jetzt fährt er von alleine. Ja, du musst halt wachsam bleiben. Ja. und ab und zu möchte er, jetzt blinkt er nämlich gleich oben blau, dann möchte er, dass du so ein bisschen am Lenkrad, aber nicht viel, jetzt mal so ganz leicht ein bisschen Druck. Das war's schon, das reicht. Jetzt ist er zufrieden, weil jetzt weiß er, du bist noch da. Und jetzt kann ich auch wieder loslassen? Ja, ja, oder? Genau, genau. Okay. Das macht der ID3 ja auch schon so mit dem, Alleinefahren. Ja, jetzt fährt er selber. Gut, so ein System hat der ID ja auch. Genau, haben wir auch getestet, ja. Weil man muss irgendwann mal übernehmen, das wird hier ja nicht anders sein. Er zeigt an, wenn er das Lenkrad so ein bisschen gewackelt haben möchte. Jetzt blinkt der blau, das heißt jetzt so ein bisschen... Genau, das reicht schon. Jetzt ist es deaktiviert wieder. Aha. Jetzt muss man wieder selber fahren. Also es kostet Überwindung. Ich merke auch gerade. Also, ich weiß, es ist ja schon... Also ich kenne das ja bei meinem Golf 8.
Der hat Lane Assist. Ja. Das kann man hiermit gar nicht vergleichen. Also der ist halt wirklich nur da, dass man, wenn man über die Linie dann fährt, dann ruckelt es ganz leicht im Lenkrad. Und dann lenkt er natürlich auch gegen, aber ich kann das Lenkrad jetzt nicht einfach so jetzt loslassen wollen. Ganz ehrlich sagen, mit der Geschwindigkeitsanzeige rechts daneben, da gewöhnt man sich ganz schnell dran. Also das habe ich selbst. Welche meinen Sie jetzt? Genau, da, dass man nicht mehr Vorsicht durchs Lenkrad guckt, sondern ein bisschen nach rechts. Also ja, das habe ich ja früher bei den Renault und Citroëns immer gehasst, dass die nichts mehr hatten. Ja gut, man wird sich dran gewöhnen wahrscheinlich. Oder? Also ich aber trotzdem muss der Blick immer zur Seite gehen. Oder? Ah, sieht man sogar die Luftströme. Kann man jetzt auch einfach mit dem Finger nach links, rechts machen, den Luftstrom. Mhm. Da. Aha. Zwei rausmachen, also. Weil es gibt ja keine Knöpfe vorne. Okay, oh, das ist ja witzig. Witziges Feature. Was findest du doof? Was fiel dir negativ auf? Also bis jetzt noch gar nichts. Okay, was heißt doof? Die Technik an sich finde ich total super, aber optisch hinten gefällt er mir jetzt nicht so. Ach, von außen? Ja, also das schon. Also so von der Technik hier, das finde ich alles ganz okay. Das Lenkrad könnte vielleicht ein bisschen hochwertiger sein. Jetzt vom Design spreche ich jetzt einfach mal. Lenkrad gefällt mir jetzt nicht so, aber ja. Warum? Finde ich unser Lenkrad ein bisschen schicker. Mhm. Mehr Knöpfe dran? Nee, noch niemals weniger Knöpfe. Was ist denn jetzt so das Fazit? Nach den ersten Metern mal mit einem... Ja, das ist jetzt vielleicht zu kurz. Anderes Konzept vom Innenraum, vom Fahraktiven, Bedienbarkeit ist auch anders, würde ich sagen. Gehen beide Hersteller schon immer andere Wege. Hm. Wo würden Sie das so einordnen? Welchen Weg geht VW? Ja, VW will dann, ich will nicht sagen Massenprodukt, aber für viele Kundenkreise ansprechen. Ich glaube, hier scheiden einige aus. Weil es schon extrem ist. Ne? Also. Also den 55-Jährigen, weiß ich nicht, 60-Jährigen fängt man hiermit vielleicht nicht mehr unbedingt. Dann fange ich hiermit. Hier kriege ich noch eine Familie mit einem Kind. Mhm. Auch noch vielleicht. Wa? Mhm. Das sind schon zwei verschiedene Käuferkreise, wa? Für diese Fahrzeuge. Hat es dir gefallen? Cool, ja doch, war echt sehr schön. Daumen hoch? Schon. Ja. Ihr auch? Daumen hoch und auf Abonnieren klicken. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wie macht man denn jetzt hier die Tür auf? Hier oben einfach drauf drücken. Oh, wow, okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Cool.